keine Day One Xbox Games mehr im Game Pass. Okay, ganz so dramatisch ist es nicht, aber Xbox hat in letzter Zeit einige Änderungen am Game Pass Modell durchgeführt und damit ihr wisst, ob ihr Black Ops 6 zum Launch direkt spielen könnt oder nicht, verraten wir euch diese Änderungen heute in den Gaming News. Außerdem sprechen wir über einen Streik in der Videospielindustrie, der vielleicht auch Games betreffen könnte, auf die ihr gerade wartet. Auch mit dabei Ubisoft und die Assassin's Creed Community befinden sich gerade in einer etwas, ja, wilden Debatte rund um das anstehende Assassin's Creed Shadows. All das und mehr heute in den Gaming News. Starten wir also mit Vollgas in das erste Thema. Das ist Xbox und die Umstrukturierung des Game Pass. Es wird gleich etwas verwirrend, aber bleibt dran, ich erkläre es gleich. Bisher gab es immer den Game Pass, Game Pass für PC und Game Pass Ultimate. Vor einiger Zeit wurde schon Xbox Live Gold durch Game Pass Core ersetzt. Also gibt es jetzt Game Pass Core, Game Pass für Konsole, Game Pass für PC und Game Pass Ultimate, der den Game Pass für Konsole, den Game Pass für PC und Cloud Gaming enthält. Alles klar soweit? Eigentlich klingt es komplizierter als es ist. Aber jetzt hat Microsoft im Rahmen einer Preiserhöhung hier nochmal geändert, was eigentlich wo drin ist und welcher Tier euch Zugriff auf Day One Spiele gibt. Deshalb hier nochmal alle Tiers für euch erklärt. Der Game Pass Core hat Xbox Live Gold ersetzt und gibt euch den Zugang zum Online Gaming auf der Konsole, aber auch ein kleines Sortiment an Spielen, die ihr in diesem Abo zocken könnt. Kosten sind bei 7 Euro im Monat. Der Game Pass für Konsole heißt nun Game Pass Standard und wird für die Konsole erhältlich sein. Aber nach der Umstellung im September sind da keine Day One Games mehr drin. Das ist eine massive Änderung und solltet ihr unbedingt beachten. Wer auf der Konsole Day One Xbox Games zocken möchte, hat ab September keine Wahl außer Game Pass Ultimate. Game Pass Ultimate ist das teuerste Paket und enthält neben EA Play, Cloud Gaming, dem PC Game Pass eben auch die Day One Games auf der Konsole und damit die größte Bibliothek bei einem Preis von 18 Euro pro Monat. Der PC Game Pass ist ein Game Pass für den PC und enthält EA Play ebenfalls, mehr aber auch nicht. Solltet ihr noch einen normalen Game Pass für die Konsole haben, läuft der weiter, bis euer Abo fertig ist und switcht dann rüber. Da habt ihr es Leute, der Game Pass wird damit effektiv einfach teurer. Nach Bekanntgabe hat sich die FTC, die amerikanische Behörde, die gegen die Akquise von Activision vorgegangen ist, gemeldet und meinte, das ist genau, was sie befürchteten. Eine Degradierung des Produkts, was eine Preiserhöhung quasi ist. Fairerweise muss ich sagen, dass knapp 20 Euro immer noch ein ziemlich fairer Preis ist für das, was im Game Pass Ultimate drinsteckt. Aber dass Streamingdienste aktuell teurer werden, kennen wir von Netflix, den absolut frechen Werbungen auf Amazon Prime und nun eben auch den Game Pass. Aber was ist eure Meinung dazu? Absolute Frechheit oder doch irgendwie abzusehen? Wisst ihr aber, was eine Frechheit ist? Zumindest wenn man die Screen Actors Guild American Federation of Television and Radio Artists, kurz SAG-AFTRA, fragt, KI. Das Buzzword schlechthin der letzten Jahre ist eine echte Bedrohung für Künstler und Künstlerinnen in aller Welt. Und deshalb gibt es jetzt einen Streik in der Gaming-Industrie. Ja, richtig gehört, nicht nur die Bahn kann streiken, sondern auch Artists. Und der Grund für deren Streik ist, glaube ich, auch für jeden nachvollziehbar. Es geht hier schlichtweg um die Regulierung all der neuen KI-basierten Tools und deren Nutzung. Das Thema ist äußerst umfangreich, aber kurz zusammengefasst, spielen hier neben den Gehältern auch insbesondere die Nutzungsrechte von Stimmen oder auch Modellen eine tragende Rolle. Viele Konzerne bleiben hier nämlich absichtlich vage und klar, ihr Vorteil da ist leicht zu erkennen. Stell dir vor, du bist ein Voice-Actor oder Model für einen Charakter und machst einen Job für, meinetwegen, Last of Us Part 3. Und im Anschluss wird deine Stimme und dein Charaktermodell, das auf deinem Aussehen beruht, für Part 4 genutzt, ohne dass du bezahlt wirst, weil AI mit deiner aufgezeichneten Stimme und 3D-Modell dich ersetzt. Oder was ist, wenn dein Artwork oder dein digitales Ich verwendet wird, um Dinge zu machen oder zu sagen, hinter denen du gar nicht dahinter stehst? Hallo, ich bin Elham, ich finde Elden Ring scheiße. Hallo, ich bin Elham, Call of Duty hat die beste Story von allen Spielen. Hallo, ich bin Elham, Gollum hätte Game of the Year werden sollen. Die betroffenen Künstler haben nachvollziehbare Ängste um ihre Jobs und damit Existenz. Die Unternehmen wollen natürlich Geld sparen. Meint ihr, AI kann schon bald unsere Voice Actors ersetzen? Auch im Kino sind Gesichtsmodelle schon im Einsatz und wer weiß, was uns da noch erwartet.
Betroffen vom Streik sind Firmen wie Activision, Disney, EA, Insomniac, Take-Two, Warner Bros. Games und noch ein paar weitere aus der Entertainment-Industrie. Wer sich gerade um GTA 6 fürchtet, keine Sorge, das Spiel ist scheinbar nicht von den Ausfällen betroffen. Aber lasst uns die Daumen drücken für die talentierten Menschen, die hart daran arbeiten, Kino- und Game-Charaktere zum Leben zu erwecken, so dass diese faire Arbeitsbedingungen erhalten. Ich glaube, da hat doch sicher niemand was dagegen einzuwenden, der Games genießt. Wo viele allerdings was gegen einzuwenden haben, ist Assassin's Creed Shadows, genauer gesagt Yasuke. Die Debatte um einen der beiden Hauptcharaktere aus dem anstehenden Assassin's Creed geht jetzt schon seit Ankündigungstrailer und deshalb wollte ich euch mal berichten, was da eigentlich so abgeht. Shadows wird seit Ankündigung als woke bezeichnet, der Yasuke eben kein Charakter japanischer Abstammung ist. Inspiriert ist der Charakter von der historischen Figur mit gleichen Namen, der im 16. Jahrhundert als Samurai gedient hat. Gerade in Japan erhält der Trailer eine Menge Dislikes, oft mit dem Argument der historischen Akkuratheit. Yasukes Position als Samurai sei gar nicht so sicher. Warum hat man keinen japanischen Charakter genommen? Nimmt die Politik aus meinem Spiel. Ubisoft selbst hat inzwischen mehrere Statements veröffentlicht mit der Hauptaussage: Daddy, chill. What the hell is even that? Assassin's Creed ist keine historische Dokumentation, sondern eben Historic Fiction, also frei erfundene Geschichten, die von unserer Weltgeschichte inspiriert sind. Wie ihr euch denken könnt, ist die Kommentarsektion wieder richtig on fire. Leute, wartet doch am besten, bis das Spiel erscheint und entscheidet an der Qualität des Games, ob es gut ist oder nicht. Ich rede auf meinem Kanal ja nicht über gesellschaftspolitische Themen, deshalb möchte ich gar keine Diskussion anzetteln, finde nur, man kann halt an Yasuke Monate vor Release nicht festmachen, ob das Game gut, schlecht, inakkurat, sonst was ist. Vielleicht ist Shadow ein katastrophal schlechtes Game voller immersionszerstörender Darstellungen feudalen Japans oder vielleicht ist Shadows das beste Assassin's Creed aller Zeiten. Wir wissen es erst, wenn es erscheint. Apropos erscheinen, schließen wir das Video ab mit den Releases, die im August auf uns warten und leider auch einer traurigen Verschiebung. Black Myth Wukong ist sicherlich das meist erwartete Game im August. Das Spiel lockt mit spannendem Gameplay, weist bisher eine grandiose Optik auf und die Bosskämpfe wirken vielversprechend. Geplant ist der Release am 20. August. Enotria The Last Song erscheint nur einen Tag später und liefert Souls-like-Futter. Das wird ein enger Konkurrenzkampf im August, gerade weil da auch noch die Gamescom stattfindet. Wer hat denn Zeit, Messe zu besuchen und gleichzeitig zu zocken? Am 23. August erscheint dann auch noch Concord. Aber nach der eher mageren Resonanz zur Beta scheint das Spiel jetzt schon zum Scheitern verurteilt zu sein. Aber wir lassen uns gerne überraschen, vielleicht kann Concord am Ende doch alle umhauen. Zum Abschluss am 30. August erwartet euch dann noch das erste richtige massive Star Wars Open World-Spiel. Star Wars Outlaws steht in den Startlöchern. Auch hier schwankt man zwischen Vorfreude und Skepsis, aber ein gutes Star Wars Open World Spiel wäre der Hammer. Deswegen sind die Daumen gedrückt, dass wir hier hoffentlich ein geniales Game erhalten. Ein Delay wurde auch noch angekündigt. Stalker 2 wurde von Anfang September auf den November verlegt. Als Grund nennt das Team das Beseitigen weiterer Bugs und Optimierungen am Spiel. Das waren die News für heute, wir sind durch und wie immer hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like und Abo da, dann könnt ihr mich supporten und ich tausche mich gerne weiter in den Kommentaren mit euch aus. Wir sehen uns im nächsten Stream, Leute. Danke fürs Zuschauen, macht es gut und bis zum nächsten Mal.